Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf dem Kanal von DZFM Gaming. Heute Abend ein kleiner Stream mit Evane. Ich kann euch leider nicht sagen, wie lange das heute geht, weil es davon abhängig ist, wie lange meine Augen mitmachen. Aber so lange wie möglich werde ich es natürlich probieren. Denn 1 zu 0 für das fliegende Insekt. Das meinte in meinen Augen sterben zu müssen. Warte mal, die hat sich gar nicht umgezogen. Ja, egal, läuft sie in denselben Klamotten wie gestern rum. Ich habe besonders vergessen. War das gleiche hier. Ja, und das Ergebnis von dieser ganzen Geschichte, ich hatte ja gestern schon so leichtes Brennen am Abend. Und ja, heute war alles zu in dem einen Auge. Und ich war dann heute früh dann beim Augenarzt und da stellte sich raus eine schöne, nette, fette Bindehautentzündung. Ja, das, was man gebrauchen kann. Absolut. Dementsprechend ist meine Laune heute echt am Tiefpunkt angekommen. Aber wir haben Schicht am Kiosk. Wir haben ja eigentlich eine Party geplant. Hoffentlich findet die auch statt. Wenn nicht, ist es mir heute auch scheißegal. Mein Auto meint heute mit mir Ringelpitz mit anfassen zu machen, wahrscheinlich. Du bist halt gut drauf, Auto, ha? Huh? Sie hat schon. Also, so hast du definitiv nicht geparkt. Nee, ich stand gerade auch noch Frechheit. für Lianas. Das Auto hat heute. Das wird dieser Rotation-Bug sein, von dem wir mal erzählen. Wahrscheinlich. Also wie gesagt, die arme Kati hat eine Bindehautentzündung, deswegen werde ich wahrscheinlich heute auch ein bisschen mehr reden müssen. Falls sie was nicht richtig sieht, nicht richtig lesen kann. Weil sie spielt da den kleinen süßen Piraten. Das heißt, wir haben das betroffene Auge abgeklebt. Abgedeckt mit Augenmaske und Und wir gucken einfach, wie lange es geht, wie lange Spaß ist. Und ansonsten müssen wir halt heute dann früh Schluss machen. Sind ja genug andere im Team eigentlich da, die dann auch den Kiosk theoretisch übernehmen können. theoretisch, ja. Es ist halt nur blöd, dass wir halt für Mitternacht die Party geplant haben und dass jetzt eigentlich im Endeffekt nicht wirklich was wird. Sehr Ist halt wahrscheinlich. gerade dieses Wochenende blöd, weil morgen ja eigentlich auch der Bootsführerschein ansteht. Aber mal gucken, wie es dann morgen aussieht, ne? Nehmen wir es einfach mal ab. Also Autofahren merke ich schon, ist nicht gut fürs Auge gerade. Er ist aber sicherer als sonst, komischerweise. Ja, mit geschlossenen Augen. Dreißig, dann haben wir noch was Zeit. Aber wir haben schon auch noch nicht reingeguckt, dementsprechend. Meine Bank ist besetzt, na toll.
Hallo Taker, schön, dass du da bist. Auch für dich zur Info, wir wissen nicht, wie lange wir heute machen, weil Kati hat sich eine Bindehautentzündung eingefangen und muss jetzt alles mit einem Auge machen und dann müssen wir mal gucken, wie lange es geht. Wunderschönen guten Abend. Guten Guten Abend. Abend, Divane. Na, ihr zwei. Na, Alles du gut? eine? Na, alles gut Na, bei du alleine? euch? Alles gut? Ach, es geht so. Mein Auge Geht brennt so. ein bisschen. Mir ist Nochmal. irgendwas reingeflogen. Ah, ungünstig. Ja. Sehr ungünstig. Passiert. Das ist richtig, so ist das Leben. Das ist das Leben. Von daher einfach mal gucken, was so abgeht hier. Ja, auf jeden Fall. Oh. Aber du bist jetzt nicht arbeitstechnisch, sondern privat, oder? Noch, eigentlich habe ich Schicht ab 20 Uhr. Achso. Aber Eigentlich? uneigentlich, wenn das mit meinem Auge schlimmer wird, wird das nichts. Das ist Aber schauen richtig, wir erstmal. glaube ich dir. Ja. Aber schauen wir erstmal, wie es sich entwickelt. Genau. Klingt nach einem Plan. Das ist der Plan, ja. Ich setze mich mal ein bisschen abseits, will ein bisschen Adventure noch gucken. Ich war halt noch gar nicht drauf. Und Dann mach das. komme gleich Mach das. wieder. Guck bei Perfekt. Chief of Justice. Oh ja. Wieso? Gesetzesänderungen. Ja, oh, Gute Entschuldigung. Ab Gesetzesänderung. dem 30.05. Gesetzesänderungen. Ja. Ja. Warte, jetzt setze ich mich neben euch. Kann ein bisschen rücken. Das wäre lieber. Ja, Ich will schubst mal. mich einfach. Okay, danke. Ich will noch kuscheln, weißt du doch. So, du sagst, ich soll auf Venture gucken. Und dann gibst du einfach Chief of Justice ein bei der Suche. Ja, Moment, Moment, Also Moment. Justice reicht, finde ich auch. Oder Justice erreicht, ja. Chief habe ich jetzt eingegeben. Konnte ich mir gerade und jetzt geplante Ge Regis. Genau, ab am 30.05. am 30.05. Teilauswahl. Was haben Sie Vorschau auf eine Teilauswahl der nächsten geplanten Gesetze? Wir können online Gewohnheiten und müssen abweichen. Stellen Vorschau da. Arbeitsschutzgesetz. Allgemeines. Arbeitnehmende Tätigkeit. Ab Beginn anzunehmen. Also ist ja nichts Neues. Man kann maximal bis zu 4 Beschäftigungen anmelden. Hierzu zählen auch freiberufliche Tätigkeiten. Okay. Das wusste ich auch schon. Jeder Arbeitgebende kann für bis zu insgesamt einen CEO-Posten und einen Co-CEO-Posten oder für zwei Co-CEO-Posten genannt werden. Arbeitgebende, okay. Okay. Können wir von daher eine richtige Besoldung zu entnehmen? Ja. Es sind sehr Taco? viele Taco Änderungen. ist. Taco ist. Was für eine Abkürzung? Task of Commerce oder irgendwie so Ah, okay. etwas? Okay. Taxes and Commerce, Irgendwas. oder? Genau, danke. Tax and Okay. Commerce. Okay, danke. Sind Okay. sehr viele. Einstellung, Kündigung. Schriftlich zu erfolgen muss begründet werden. Ja, das ist aber nichts Neues. Tab sei es weg.
Bitte? Richtig. Ein Auto hat den Hof verlassen. Ach so, Entschuldigung, ich bin hier Wir noch beobachten so am ein bisschen die Wühlen. Lage. Alles gut, alles gut. Finde ich gut, finde ich gut. PD fuhr heute schon sehr oft hier vorbei, ne? Wurde mitgeteilt, es wird jetzt erhöhte Polizeipräsenz am Stadtplatz sein. Sehr gut. Und soweit ich es beobachten konnte, ist das auch oder wird es auch umgesetzt bisher. Also wir haben gefühlt zweimal die Stunde Wird es. fährt hier Mir jemand kommt es nach vorbei. mehr vor. Erhöhte Polizei von Dauerpräsenz. Ja, schon fast, Das ne? ist ja die nächste Stufe. Gewerbeordnung. Department of Admission. Okay. Department of Commerce. Okay, da haben wir es. Okay, Gewerbelizenz. So, was man nicht alles darf mit einer Gewerbelizenz. Okay. Kriegt man ja schneller weg, als dass man sie kriegt, wie mir scheint. So ist es. Unternehmensauflösung, Auflösung, Verkauf. So. Ausbildung von Mitarbeitern ist durch die Geschäftsführung sicherzustellen, dass eine Tätigkeit entsprechender Schulung oder Ausbildung erfolgt. Schulung und Ausbildung können von bereits ausgebildeten Mitarbeitern übernommen werden. Ja, das mache ich ja sowieso schon. Ich bilde ja gefühlt alle aus. Unternehmensvollmacht. Also bis jetzt kann ich nichts lesen, was so gerade schlimm ist, was euch vielleicht deswegen ärgern könnte, Nee, nee, oder? schlimm Nee, nicht, nee, also. nee, nee. Oder kommt Ärgern das tut es noch? mich nicht. Gut, Nein, was nein, Gutes ärgern kommt. tut mir nichts. Warte mal, jetzt Gehalt. Was ist denn mit dem Gehalt? Das ist für euch vielleicht problematisch. Miau! Das ist für euch wirklich problematisch. Warum? Bei Mitarbeitern eines nicht staatlich subventierenden beträgt das Min. Wie viel? Mindest. Ja, das Das funktioniert nicht. heißt, für Evan, ja, der muss auf $25 nach oben. Mit bei jedem mindestens so, hä? Das, Ja, also, Mindestlohn von ne? 25. Naja, das ist Das ist ja nicht Da fällt mir automatisch der ein. Mindestlohn. Fällt mir ein, ich muss meinen Aushilfen auch 25 jetzt geben. Ja, Dann. nicht nur wir. Ach du Scheiße. Okay, dann wechseln wir das mal gleich. Ab dem 30.05. Ja, mir kommt es ja nicht drauf an, ne? Das sind. Ach du Hi, hast du zu viel Kaffee Scheiße. getrunken? Hi. Nein, zu viel Energy. Bei Kaffee würde das nicht passieren. Nicht? Sehr gut. Nö. Kurze Frage, Ja. Evan, war letzte Tage hier wieder mal ein Foodtruck gestanden mit irgendeinem männlichen Mexikaner? Ja, da hat Evan das Polizeipräsidium geholt und Erneut? erneut, ja. Okay, Und er danke. hat, warum? Ja. Ja, und weg ist sie. warum? Ja? Warum? 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 Nee, und weiter? Nachdem er von der Polizei des Platzes verwiesen wurde, weil Ja. es gibt keine Genehmigung, weil zwischen Ja. unseren beiden, also Kioskständen nenne ich es jetzt einfach mal, kein Zwischenraum ist, wo Ja. man stehen Ja. kann,
was uns auch nochmal bestätigt wurde, kam er provokativ, sage ich mal, wieder vorbeigefahren, hat hier vorne am Seitenstreifen gehalten. Ach, und Mann, wieso fährt er denn jetzt? Echt? Okay. Okay. Ich glaube, den habe ich auch sogar gesehen, den Dude. Und ja, da wäre es fast ein bisschen eskaliert. Kannst du mir sagen, wann das war? Oh Gott, wann war ich im Dienst? Wann wollte ich Feierabend machen? Gestern warst du im Dienst. Ja, aber gestern war das nicht. Dienstag. Aber gestern warst du nicht. Dienstag, ja, Mittwoch war ich nicht da. Dienstag war ich aber da. Wie viel Uhr? Irgendwann nachts nach 12. War das Uncle Rancho? Ich glaube ja. Okay. Das ist der Foodtruck mit dem Biber, Panda, weiß ich nicht. Madison, glaube ich, ist das. Aber es war nicht Madison selber, oder wie? Nein, es war sie nicht, weil die kannte ich ja. Francis kenne ich ja auch vom, der arbeitet ja da auch. Aber es war jemand mit Akzent. Na, warte mal ganz kurz. Aber mehr weiß ich nicht. Ja. Okay. Ja, aber ich habe mich da jetzt nicht mehr weiter drum gekümmert, weil, das hat Evan übernommen, deswegen, halte ich mich raus, wenn ich eine Info kriege. Ja, ist besser so. Weil das ist fast eskaliert, weil ich hatte Jimmy noch bei mir mit seinem Taxi und es wurde mir richtig unangenehm, weil wie aufdringlich die dann ihre Rippchen verkaufen wollten. Und ja, war... Und dann hat Jimmy hat einen falschen Kommentar gebracht, die der Typ gehört hat. Da ist er ausgestiegen und wäre fast auf Jimmy losgegangen, wenn er nicht im Taxi gesessen hätte. Ich war kurz darauf zu sagen, ich spring bei dir rein, fahr mich mal um die Ecke zum Büro, ne? Das hat sich dann zwar wieder irgendwie in den Griff bekommen, aber ich bin dann auch gegangen, aber... War nicht angenehm. Evan rief mich dann noch an, der hat das wohl beobachtet von der anderen Straßenseite aus. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er hat es wohl mitbekommen. Aber war nicht schön, ne? Das glaube ich dir. Ja, ja, aber mehr habe ich auch nicht mitbekommen, deswegen. Muss gleich mal Mena fragen, warum sie fragt. Aber das mit dem Mindestlohn ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ist leider so. Jetzt. Ja. Gut, ihr könnt euch alle künden und ihr macht es ehrenamtlich. Dann fällt mein Hauptjob weg. Naja, muss ich mal. Also der Kiosk meinst du jetzt oder wie? Ja. Ja. Weil ich arbeite jetzt zurzeit fast gar nicht am Hafen. Ich bin ja nur noch hier gefühlt. Muss ich mal mit Evan reden. Muss ich mal mit ihm reden. Ja, das ist klar. Freiberufler, Selbstständige, Vorlagepflicht. Verbraucherschutz. Preisabsprache, unlauterer Wettbewerb. Vereinsgesetz. Alter, was sind das alles für neue Gesetze? Viele neue Gesetze. Die Frage ist, sind die alle neu oder wurden die nur angepasst? Man wusste nie, ja, dass das die weiß gibt, ich nicht. Ja, ja, ja. Okay.
Das Einzige... was sich wohl da ändert... Okay, okay... Ja, muss ich mal mit Evan drüber reden. Hm. Wenn er Zeit hat. Ja, okay. Ja, einfach ja. Ja. Einfach ist halt leider so. Ich muss mal kurz telefonieren. Ich komme sofort wieder. Ja. Hallo Eva, bitte verzeih die Störung. Alles gut. Hallo, ich kann heute nicht arbeiten. Mir ist was ins Auge geflogen. Ich kann nichts sehen. Ach du Scheiße. Ja, ist okay. Ich bin gerade am Stadtpark. Ich habe es versucht, aber ich kann mich fast auf, also mit einem Auge ganz schlecht konzentrieren. Es tut mir wirklich leid. Ich bin gerade ja, Maulwurf. Weißt du, das ist vollkommen okay, ne? Also wenn es dir nicht gut geht und das nicht möglich ist, dann ruh dich lieber aus. Ich sehe es ganz, wie gesagt, das eine Auge ist total zu, das andere ist gerade überbelastet. Dann ruh dich aus, ne? Es tut mir wirklich leid, ich trage mich gleich aus dem Dienstplan aus. Vielleicht hat ja jemand Lust, zufällig heute Abend aufzumachen. Ja. Aber ich merke, dass das andere Auge gerade durch die Überbelastung gerade auch anfängt. Nicht, dass ich diese Tage blind werde. So, ne? Ach du Scheiße. Gefühlt. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Besserung, ne? Danke. Ich sag dir, halt dich von Insekten fern, die ins Auge fliegen. Oh, wow. Wow. Ja. Ja. Wow. Insekten im Auge sind Gift. Ja, sind giftig. Gut, ich fahre jetzt nur noch mit Schutzbrille. Gute Idee, gerade da wäre es hilfreich. Ne? Ja. Ja, und ich war noch nicht mal auf dem Roller oder so unterwegs. Ja. Zwar nur das Fahrrad. Na gut. Ich frag mal Zack oder so, ob er Lust hat. Ja, es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, blind bringen helfe ich leider. Evane, es ist alles gut, wirklich. Ja, ich habe trotzdem ein kleines schlechtes Gewissen. Du kennst mich doch inzwischen. Na gut, ich kenne das auch, ne? Aber es ist okay. Es ist mehr als okay, ja? Okay, ich schau mal, wie es am Wochenende wird. Vielleicht kriege ich das Auge ja wieder fit. Ruh dich aus, ne? Also nicht, dass du noch ein Auge verlierst oder so. Das wäre ja das Schlimmste. Ja, dann gehe ich als einäugige Piratin hier. Das macht bestimmt Werbung. Ja, du bringst Augenklappen in den Trend zurück. Genau. Aber wir wollen es nicht hoffen. Nee. Du kannst ja einfach so eine Augenklappe tragen, ne? Also. Oder so. Okay, ich danke dir. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, nicht, dass du dich wunderst. Ja, alles gut, wirklich. Okay. Dann ruh dich aus, ne? Ja, sprecht mit Jo kurz. Die ist ja gerade macht ja gerade ihre Schicht. Und dann, ja, schauen wir einfach. Gut, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich danke dir ganz herzlich. Dann, gute Besserung, ne? Danke dir. Einen schönen Abend noch. Danke dir auch. Danke, tschüss. Tschüssi.
Nee, es geht nicht. Es geht beim besten Willen nicht. Mir verschwimmt das gute Auge inzwischen auch, dass ich nichts mehr fokussieren kann. Ja, die Gesundheit geht vor. Das ist einfach so. Und ich denke, ihr versteht es auch alle. Aber das hat gerade keinen Sinn. Wir schauen, wie es morgen aussieht oder am Sonntag. Jetzt muss ich nur der Gruppe Bescheid geben, weil ich ja Partner bin. Weil wir mögen euch ja auch sehr und wir mögen ja auch den Kiosk sehr. Und ich habe mega schlechtes Gewissen, wie gesagt, wie ich schon sagte, dass ich jetzt die Schicht nicht machen kann. Und ich schreibe das mal eben. Aber wir werden euch dann definitiv einen anderen tollen Streamer für heute Abend an die Hand geben. Ich hoffe, dass ich das morgen mit dem Bootsführerschein hinbekomme. Aber das kann ich. Ich weiß nicht, ob ich streamen werde, weil es ja mittags ist. Aber. Daniel, dass du ab heute der Single bist, tut uns leid. Du bist von uns gedrückt. Oh nein, Leitstelle Bootsfahrschule. Ja, müssen wir morgen gucken. Bootsführerschein morgen. Müssen wir gucken. Mir jetzt mal Joe schnappen, wo ist sie? Sie? Ich weiß, was sie meint. Ihr Lieben, das wird gerade immer schlimmer mit meinem Auge. Ich muss mich leider verabschieden. Ich habe Eva auch schon Bescheid gesagt. Okay. Ich möchte nicht zukünftig als einäugige Piratin hier rumlaufen. Auch wenn es ein netter neuer Trend ist. Ja, ja, aber. Nein. Gut, also. Ja, nein. Bitte, bitte erhol dich schnell. Sorg dafür, dass das alles wieder gut wird. Und dann sehen wir dich bald wieder und du uns auch bald wieder mit zwei Augen. Und dann weil er verschwimmt mir immer zwischendurch. Mit dem gesunden Auge, sage ich mal so, und das ist jetzt auch nicht. Ja, das ist kacke, das glaube ich. Das ist wie, keine Ahnung wie. Nee, dann, wie gesagt, als hätte ich wahrscheinlich zu viel getrunken oder so. Oh, gut. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Hast du zu viel getrunken? Ich habe ja eben nichts getrunken. Sagst du einfach nur aus Ausrede jetzt, dass dir was ins Auge geflogen ist, Ewain? Schön wär's. Siehst du nicht, wie rot mein Auge ist und geschwollen? Betrübt, so richtig so melancholisch traurig, hat sich denn dann angefangen zu weinen, Sturz, so richtig Sturzwein und dann noch sturzbesoffen und dann kam sie her und gesagt, ja, ich sehe nichts mehr. Ja, mir ist was ins Auge geflogen. Ja, ja. Wenn's denn so wäre, ich bin Workaholic, sowas mache ich nicht freiwillig, glaub mir. Ja, alles gut. Ich habe schon ein mega schlechtes Gewissen, weil ich gerade meine Schicht abgesagt habe. Also langsam müsst ihr mich doch kennen, oder? Ja, natürlich. Außerdem, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich ernähre mich gesund. Naja, meistens, wenn keine Schoki in der Nähe ist. Schoki ist teuflisch. Schoki ist meine Achillesferse, wie man so schön sagt. Weißt du Schoki? Oh, ja. Schoki. Da werde auch ich schwach.
Gut zu wissen. habt ihr Joe gesehen? Ich müsste mal mit ihr kurz reden. Die gerade hier war? Die gerade Dienst hat eigentlich. Die ist gleich wieder da. Die ist nur kurz auf Klo. Achso, okay. Weil, ich habe kurz mit ihr gequatscht, weil ich habe sie gefragt, wie sie ihre Verkäufe waren und dass sie doch vielleicht mal vor Freude hüpfen kann, weil das so ein guter Tag war heute. Ach, das ist und so schön. Und dann hat sie gesagt, sie geht kurz mal auf Toilette und ist gleich wieder da. Ja, das ist so schön. Ja, denke ich doch. Wie gesagt, ich würde auch gerne arbeiten, aber gerade weil wir auch für heute Abend noch ein bisschen Party geplant haben, aber das habe ich jetzt alles abgesagt. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Morgen. Gesundheit geht vor. Das ist richtig und das ist auch wichtig. Ich halte mich oft genug nicht dran. Ja, das glaube ich. Aber wenn du das jetzt nicht vorziehst, dann wird es halt schlimmer und dann irgendwann fällst du komplett aus. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, das Problem, ich kriege das Auge auch kaum noch auf der einen, auf der rechten Seite dementsprechend. Ja. Ist das grade... Hast du das Bier durch das Auge getrunken? Ich habe kein Bier getrunken. Ich habe mich mit Insekten angelegt. Und den Kürzeren gezogen. 1-0 für die Insekten. Die finden wir. Die machen wir fertig, Theo. Bin ich, das in meinem Auge ist schon tot. Sie. Achso, okay. Wir verbrennen sie. Das hat aber den Schwabe am längeren Hebel, leider. Leider, ja. Ich gehe mal kurz zu Mena rüber. Will sie mal kurz fragen, was da jetzt mit dem Dingens war. Ich kam gleich nochmal wieder. Will ja eh alles klar. Jo, ist gut. Bis gleich. Hey, jetzt war. Hallo. Hi. Warum wolltest du das denn gerade wissen? Habt ihr Probleme mit dem Foodtruck gehabt? Nee, es geht nur darum, also weil er ja schon mal in der Mitte stand und ich wollte jetzt wissen, ob das jetzt erneut passiert ist oder ob das eine alte Geschichte ist, weil ich das heute erfahren habe und Francis konnte mir aber jetzt nicht sagen, wann das genau war und ich hatte es jetzt nur interessiert, ob das jetzt eine alte oder eine neue Geschichte schon wieder ist. Nee, ist nur neu, es ist das zweite Mal, glaube ich, dass ich es mitbekommen habe. Ja. Also soweit ich das mitbekommen habe, halt. Wie kann man so doof sein? Sorry. Keine Ahnung. Hat die da schon wieder geparkt, oder was? Ja. Und behauptet, er hätte vom DOL eine Genehmigung bekommen, dass er genau hier zwischen parken dürfte. Ja, genau. Und wie sich herausstellt, war das nicht so. Und dann hat die Polizei ihm einen Platzverweis erteilt, worüber er nicht sehr glücklich war. Und ich glaube, keine 20 Minuten später, also kann auch nur eine Viertelstunde später gewesen sein, war er halt hier vorne, da so, wo das die Taxis gerade stehen ungefähr, hat er gehalten, Rippchen, schön laut geschrien und bisschen provokativ gemacht. Dann teilen wir dem halt einfach ein Hausverbot aus. Fertig. Ich weiß nicht, wer das ist, deswegen, aber Evan hat sich gut umgekümmert. Ja. Dann machen wir da einfach ein Hausverbot und fertig. Dann darf der sich 15 Meter um unsere beiden Stände nicht mehr nähern. Okay. Mhm. Also wie gesagt, ich weiß das nur, was da war und wollte sich Evan drum kümmern. Deswegen für genauere Details müsstet ihr ihn fragen. Ja, Mustafa hat mir gerade schon gesagt, dass er mit Evan schon gesprochen hat. Er hat das schon gewusst, scheinbar ich nicht. Oh, okay. Ja. Okay. Ja, soll man da ein Hausverbot ausbringen? Was meinst du? Ich breche hier gar nichts aus und Mustafa weiß es, Evan weiß es, die werden das schon wissen, was sie tun. Ja gut, ich muss mich leider von euch verabschieden. Okay. Du machst schon Feierabend? Ich habe noch gar nicht angefangen, aber ich... Achso. Mein Auge klebt immer mehr zu. Ich habe mich mit Insekten angelegt, leider. Und den Kürzeren gezogen. Okay. 1-0 für das Insekt. Ah. Das in meinem Auge verstorben ist. Und jetzt klebt mein Auge zu und ich kann nichts mehr sehen. Das ist natürlich schlecht. Ja, würde ich auch mal sagen. Deswegen falle ich heute aus, aber ich bin mir sicher, ihr stemmt hier den Stadtteil. Ja. Mit Sicherheit. Das ist ja super. Evane? Hi, ich komme sofort zu dir. Okay, bis gleich.
Ja, nee, wollte ich nur kurz nachfragen, weil du ja gefragt hattest. Ja. Ich dachte, bei euch habe sei noch was vorgefallen. Ich so, oh nein, ich bin schon wieder deswegen. Nee, nee. Okay, ja. Was wollte ist eigentlich im Park los? Was ist wird aufgeräumt. Ah, oh, okay. Verstehe. Okay. Und wem wird der aufgeräumt? Ja, hier Ranger. Laufen Ranger rum, deswegen, Ach so. Das kann ich mit meinem anderen Auge noch erkennen. Dann müssen wir gleich fragen, ob die was wollen hier. Mhm. Ja. Schnappt sie euch, ne? Ja. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns sicher die Tage, ne? Ja. Okay, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss. Bin schon wieder, sorry. Ich habe nur ein Auge heute, deswegen. Alles gut. Ich würde den jetzt übergeben. Nee, ich habe heute keine Schicht. Ich habe gerade alles abgesagt. Ach so. Ich sehe nur mit einem Auge. Mir ist ein Insekt ins Auge geflogen. Oh. Und ich sehe nichts. Mein Auge verklebt die ganze Zeit. Ich wollte keinen neuen Trend mit einäugige Piratin aufmachen und die nächsten Tage dann blind sein. Deswegen, oh nein, okay. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du gerne noch weitermachen. Wenn nicht, dann mach einfach zu. Dann räum die Tische rein, mach den Kiosk zu und genieß den Feierabend. Wenn du Bock hast, kannst du gerne weitermachen. Wie gesagt, es bleibt alles dir überlassen. Ich kann okay, wirklich nicht. Ja, ich müsste jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Danach weiß ich nicht, ob ich noch mal kurz aufmachen könnte. Deswegen einfach würde ich jetzt erstmal alles zumachen. Okay. Einfach schauen. Ich gut. Guck mal. Ich guck mal kurz. Ja, Ava ist da. Ich hatte ihr eben. Ich habe kurz mit ihr telefoniert. Oh, Moment, kurz. Ja, ich hatte mit Ava telefoniert. Die hat gesagt, nee, Gesundheit geht vor. Ja, ist ja auch richtig so. Stimme ich absolut zu. Wie gesagt, es wird gerade immer schlimmer und auf dem anderen fange ich gerade an, auch nichts mehr zu sehen, weil ich es überanstrenge. Ja. Hey, dann ruh dich aus. Ja, wie gesagt, auch verständlich. Wie gesagt, wenn du Bock hast, kannst du später noch aufmachen, falls kein anderer aufmacht, falls keiner da ist. Ich habe mich ausgetragen. Okay. Musst du einfach gucken, ja. Vielleicht kommt Zack vorbei oder Frederik springt ein oder irgendjemand anders. Ich kann es gleich mal in die Gruppe schreiben vom Kiosk dann. Ja. Vielleicht hat ja spontan jemand Lust. Wenn keiner auf hat, kannst du gerne später nochmal öffnen. Okay, wie gesagt, später, je später der Abend, desto voller wird es hier. Das kann ich schon sagen. Ja, ist klar. Obwohl für die Uhrzeit ist schon viel los eigentlich. Ja, jetzt ist gut voll, ja, das stimmt. Ja, also es kann noch voller werden, so ist es nicht, ne? Aber für die Uhrzeit ist jetzt, es schon richtig. Ja, cool, aber los. Bis jetzt ist es ganz gut. Das freut mich. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Wie gesagt, tut mir leid. Ja, ich dir auch. Ach, alles gut. Ist okay. Geht nicht so gar schlimm. Nicht. Ja, verstehe ich. Alles gut. Okay, dann... Dann, ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal oder die Tage. Wahrscheinlich eher die Tage, weil ich werde jetzt gleich heimfahren direkt und dann Salbe und Tropfen ins Auge, Augen zu und dann mich mit Musik berieseln. Okay, dann gute Besserung und dann bis danke dann. Dir. Dann schönen Abend wünsche ich dir und falls du nochmal ausmachst, viel Erfolg. Ja, danke. Okay. Ciao. Ihr Lieben, ich bin dann mal... Ja. Ja, gute Besserung, Evane. Wieder nach Hause. Augentropfen rein, Salbe drauf, Kühlakku drauf, Augen zu und Musik an. Musik an und dann... Das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan, Evane. Ja. Das klingt nach einem Plan, dass mein Auge schnell wieder sich erholt. Das ja, dass du dann morgen wieder arbeiten kannst. Ja, morgen habe ich eh keine Schicht, aber dass ich morgen dann wieder viel unternehmen kann. Da ist wieder ein Dubs da. Wo geht er hin? Pat, weiter. Geradeaus. Okay, gut. Ja. Guti, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir sehen uns die Tage. Ja, auch. Auf jeden Fall.
Man sieht dich, Wayne. Genau, ich spiele jetzt einäugige Piratin zu Hause ja. mit geschlossenen Augen. Genau. Musst du dich nicht mehr verkleiden. Genau. Kannst du ja Pirates of the Caribbean hören als Soundtrack oder so. Ja, das würde absolut passen. Oder ich fahre zum, wie heißt es, zu Bullseye und sag, hey, auch deine einäugige Kapitänin. Ja, ja. Auch eine gute Idee. Nee, da könnte ich mich heute nicht bei der Terrormöwe durchsetzen. Ja, lassen wir lieber. Ja. Okay, ich wünsche euch was. Alles klar, danke schön. Ja, bis dann, ciao. Tschüssi. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Bis dann. Ja, ich dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Dame. Hallöchen. Hi. Bist du immer noch da? Ich bin jetzt weg. Ich habe mit Joe noch gesprungen. Okay, bleibt sie ein bisschen länger oder macht sie dann auch Schluss? Sie macht kurz Pause und guckt dann, ob sie vielleicht später nochmal aufmacht. Ich wollte es in die Gruppe schreiben, da sind ja alle drin, falls jemand spontan Lust hat. Das wäre eine gute Idee, okay. Ja also ich habe Zack gefragt, der hat heute keine Zeit. Ah, okay. Wer bleibt denn da noch übrig? Frederik vielleicht? Elias? Nee, der hat heute einen Moderationsjob. Oh, okay. Elias ist schwierig, aber ja, vielleicht hat Caitlin Lust. Heute ist Freitag. Freitag. Ja, wenn sie da kann. Müssen wir schauen. Also für nächste Woche habe ich mir schon aufgeschrieben, wollte sie sogar mal eine Stunde länger machen und für Freitag auf 18 bis 21 Uhr. Vielleicht okay, dann würde ich sagen, schreib's mal in die Gruppe und wir hoffen einfach. Ansonsten übernimmt Evan heute Abend bestimmt. Der Schwarze, darfst du einmal rechts ranfahren. Okay. Ja, die haben das schon. Und jetzt fährt er nochmal zurück, hä? Naja, muss er die einparken, ne? Nicht, dass er noch einen Zettel fürs. Habe ich Ihnen gesagt, dass sie aussteigen dürfen? Oh nee, ist das fies. Die sind aber streng. Ja, manchmal, ne? Was so eine Marke ausmacht. Ist das aber streng? Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das Ranger sind oder Sheriffs. Nee, das also sind Ranger. Das sind Ranger. Ja, ne? Okay, alles klar. Ja, dann war die Palmeninspektion richtig. Ja, also ja, wenn jetzt die Sheriff-Leute da jetzt anfangen, würde ich mich auch wundern. Ja, wahrscheinlich. Ganz kurz, wolltest du noch irgendwas von Cypress? Bis auf Donuts und Schinken? Eine Zypresse hätte ich gerne. Eine Zypresse? In einem Topf. Die gibt's doch nicht. Gummibärchen? Haben die Gummibärchen? Ja. Ich werde nämlich wieder nach Gummibärchen gefragt, weil wir keine haben. Ja, dann muss ich mich mal öfters an den Kiosk stellen, ne? Ja, willst du Gummibärchen? Nee. Aber er will einfach nach Gummibärchen fragen, wahrscheinlich. So ist es. Ach so. Ja, aber ich bestelle jetzt welche. Ja, dann bestellen wir. Naja, wir brauchen sowieso welche, weil ich werde ja immer wieder danach gefragt. So ist es nicht. Wo ist denn die Gruppe schon wieder? Brauchen wir Energy? Nee, haben wir noch genügend. Angebote. Cypress, was haben die denn alles? Ach, die haben uns. Ist Rose noch im Klo? Ja. Achso, du hast Leitstelle, ja, ist klar. Ja. Rätsel, Schokoriegel, Bonbon, Salzstangen, Marshmallows, Erdnüsse, Gummibärchen, Popcorn. Popcorn? Oh, das Popcorn wurde ich auch mal gefragt. Popcorn ist billiger als Gummibärchen. Okay, vielleicht wechseln wir einfach mal und nehmen diesmal Popcorn. Einfach mal so ein Wechselsortiment vielleicht. Oder wir machen Hälfte-Hälfte? Oder Hälfte-Hälfte, ja. Ja, wie viele Gummibärchenpackungen würdest du dann bestellen? Verkaufseinheit sind 5 und Popcorn-Verkaufseinheit 10. Wanzig. Ich würde es mal mit. Ja, wäre jetzt mein Gedanke bei Popcorn. Beides 2020? Ja. Das wäre auch mein Gedanke. Wenn es die Finanzen zulassen, das weiß ich gerade ja nicht. Also, warte mal. 20 mal 0,5, das sind 10 Dollar. Ach so, ja, okay. Das würde ich auch so vorstellen. Das können wir uns nicht leisten, Evan. Das können oh wir nein, nicht. Das geht gar nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ja, ich nehme meine Frage zurück. Ich glaube, wir brauchen doch keins. Ja. Was so? Alles gut, 14-Dungen. 14-Dungen, alles gut. 14-Dungen? 14-Dungen? Wollt ihr mich. Ich reagiere auf Schüsse sehr allergisch.
Gut, Fehlzündung ist Fehlzündung, ne? Also, hey. Ist er wohl ausgerutscht. Ist er wohl aus... Okay. Da kann ich die für wie viel haben wir denn die Gummibärchen verkauft? Gummibärchen geht für 99 Cent weg. Mhm. Gut, das können wir beim Popcorn ja auch machen. Okay. Mach ich mir direkt eine Notiz. Gummibärchen. Wie viel sind die im Einkauf, wenn ich fragen darf? Die Gummibärchen? Ja, und, die, und das Popcorn. Das Gummibärchen 0,65, Popcorn 0,5. Na dann. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Für 99 Cent. Wenn's denn. Ich hab, ich wurde von Theo eben aufmerksam gemacht, dass es eine Gesetzesänderung gibt. Und da ist mir ein Punkt aufgefallen. Warte mal kurz. Ah. Alice Taxi, hallo? Taco Libre, alles gleich, schick jemanden rum. Bis gleich. Bitte, tschüss. Colin, würdest du Taco Libre machen? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Hä? Vespucci. Vespucci. Das blaue Haus unten an der Kurve. Ach da, ja, alles ja. Klar. Ich bin unterwegs. Gut. Ja, Evane, sag mal. Da stand was vom Mindestlohn auf 25 erhöhen. Ja, das weiß Evan schon. Das er wollte sich mit dem Taco auseinandersetzen. Das ist doch super. Also, das funktioniert bei uns doch gar nicht. Oder? Genau, also er weiß Bescheid. Er hat gestern schon Panik geschoben und hat gemeint, wir müssen den Laden schließen. Was? Ja. Den Kiosk schließen. Ja, wenn das so ist, dann können wir uns wirklich nicht halten. Ich arbeite auch umsonst. Das hilft. Mindestlohn. Ja. Ist Mindestlohn, ne? Ich mach's ehrenamtlich. Für Ehrenamt also, muss man nichts zahlen. Er redet mit dem Taco, ne? Vielleicht kann er da so was Extramäßiges aushandeln. Okay. Ja, also abwarten. Erstmal, ruhig bleiben, ne? Okay, es hat mich aber beunruhigt, als ich das gelesen habe, wenn die das wirklich durchsetzen wollen. Ja, manchmal kann man noch, andere Vereinbarungen treffen, ne? Ja, das stimmt. So, Popcorn ist jetzt drin. Einkauf 0,5. Also Energy würde ich nicht sagen, dass wir nachbestellen müssen. Wir haben hier so viel gehen die momentan nicht weg. Im ja, Lager wir brauchen die halt noch... für die Großbestellungen, ne? Das ist das Ding. Das weiß ich nicht, wie viel hinten noch im Lager sind. Deshalb bestelle ich jetzt erstmal nichts. Hast recht. Okay. Okay. Das sage ich euch. Popcorn. Verkauf 0,99. So. Hab's in die Gummibärchen. 0,65. Einkauf. Verkauf 0,99. Okay. Dann warte mal. Press Einkauf. Popcorn mache ich 20, ne? Mhm. Gucken wir einfach, wie es ankommt. Mhm. Ansonsten esse ich selbst. Gummibärchen 20. Dann, was war noch? Donuts, wie viele? Die Polizisten fragen immer mehr danach. Schönen Abend. Klischee. Guten Abend. Wie ist denn die Verpackungseinheit, weißt du das? War doch 20, oder? Ich glaube ja. Warte mal. Stand das da nicht bei? Ich bin gerade. Warte, du sagtest irgendwas mit 5 eben. Das war für die, ach nee, das war für die Gummibärchen. Popcorn hatte wiederum 10, also es ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Ich meine 20. Das lief der lange, ne? Die Donuts haben die damals nicht. Brezel, Schokoriegel. Oder überlese ich da etwas?
Alles Taxi, hallo? Hallöchen. Alles Klärchen, kommt rum. Bis gleich. Bissi. Okay. Ist Rose immer noch auf Toilette? Hallöchen, bist du eigentlich immer noch auf Toilette oder bist du wieder unterwegs? Ach so. Nein, alles gut, alles gut. Ich war mir nur nicht sicher. Bist du gleich eine Fahrt? Okay. Eastside Tattoo, Mustafa. Ja, kannst du machen, wenn du möchtest. Alles klärchen. Dann bis gleich. Tschüss. Gut, verpasster Anruf. Scheiße. Jetzt geht's rund. Hallöchen, Alice Taxi. Sie hatten angerufen. Alles klärchen. Gut, ich schicke jemanden vorbei, ja? Bitte, tschüss. Na, bei euch ist ja was los heute. Ach, das waren jetzt nur 3 Fahrten. Na gut, ich... Das war damals im Dezember ging es rund, ne? Da hast du 3 verpasst, während du einen hattest. Okay. Ach, Colleen, geh ran. Ich lasse jetzt so lange klingeln, bis er rangeht. Oder ich sag's Rose noch. Ja, wenn ich will, der hat schon, ne? Hey, ich hätte noch Vespucci Beach Haltestelle. Ich kann Colin gerade nicht erreichen, aber vielleicht meldet er sich hier gleich im Funk oder so. Okay, bis dann. Ja, gut. Jo. Oh, weißt du was? Ich geh jetzt mal auf Toilette. Ich fahr heim. Ja. Wenn noch irgendwas ist, schreib. Ansonsten in die Gruppe hast du ja geschrieben, ne? Ja, habe ich. Vielleicht hat ja spontan jemand Lust und Zeit. Okay, dann gute Besserung, ne? Danke und halt dich, wie gesagt, von Insekten fern. Die tun den Augen nicht gut. Werd ich machen. Gut. Alles Klärchen, ne? Schönen Abend wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüssi. Danke, ciao. Ja, hey, wir kriegen Popcorn. Hoffentlich liefern die das auch. Ja, vor allem hast du gemerkt, wie Ava anfängt, dich in diese in den Assistenzposten einzuarbeiten, also einzubinden. Mhm. Aber ich hätte auch 20 Gummibärchen, 20 Popcorn, einfach mal zu gucken, wie das läuft. Nicht, dass sie für den Assistenz der Geschäftsleitung Posten vorgesehen ist. Das wissen wir nur OC. Ja, ja, die hat ja gesagt, sie hilft, wo sie kann. Und sie glaubt einfach, dass sie jetzt über einfach nur ein bisschen unterstützt. Das reicht ja völlig. Ja, eine Stunde haben wir geschafft. Es tut uns leid, dass es so ein kurzer Stream am Ende dann geworden ist, aber die Gesundheit von Kati geht einfach vor. Es fängt wieder an zu brennen, gerade das, das Tuch, das wir draufgelegt haben, es wird warm und es brennt dann noch mehr, sobald es warm wird. Es ist halt eine Entzündung und es ist halt blöd, dass sie am Auge ist und dementsprechend... ja... Es ist super anstrengend, gerade für mein anderes Auge, weil es gerade mega überfordert ist. Ob wir morgen oder übermorgen dann online gehen oder länger sehen, das ist abhängig davon, wie sich das Auge entwickelt, denke ich. Ja. Versprechen kann ich es nicht. Sollte ich morgen
den Bootsführerschein machen, werde ich es aufnehmen. Dass ihr und euch im Nachgang zeigen. Aber gerade funktioniert es einfach nicht anders. Wow. Junge. Da war ein Stoppschild. Unglaublich. Kann ich sogar mit meinem einen Auge noch sehen, dass da ein Stoppschild war. Aber wir geben euch dann gleich an den lieben Theo weiter, dann habt ihr den Stadtpark auch weiter heute Abend noch im Blick. Der ist ja eh fast die ganze Zeit da. Scheinbar. Sagt ihm schöne Grüße von uns. Stellt ihm liebe Grüße von Yvain. Ja, der weiß ja, dass du Yvain bist. Das ist ja... Tut mir so leid jetzt für die Leute, die allen Kaffee versprochen haben, aber es geht einfach heute nicht. Übrigens noch ein kleiner Spieletipp als Service von uns. Im Moment gibt es im Epic Game Store Borderlands 3 umsonst. Das sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Also, das ist echt ein geiles Game. Danke, liebe Dani, für die gute Besserung. Ja, es tut mir leid, aber es geht einfach gerade nicht. Ich sehe es mit dem anderen Auge nicht und es nervt mich ja selber ziemlich. Ich hatte mich echt auf den Abend gefreut. Bisschen Party mit den mit der Family und allem drum und dran. Ja, wobei die das auch so sehen. Also Jane hat auch schon gesagt, es muss aufhören und es lassen bitte. Und also die Spielerin von Jane und auch die Spielerin von Leanne hat das gesagt. Augen zu und weg vom PC. Und im Prinzip haben sie auch recht. Ja, natürlich. Aber ich wollte es halt probieren und nicht einfach sagen, nö, ich mach nicht. Und gehe gar nicht ins Spiel rein. Das ist nicht mein... das ist nicht meine Art. Dementsprechend... nicht meine Art. Ich sag ab, wenn was ist und dann... Ja, Lieben. Dann war es das schon wieder. Es tut mir leid, wie gesagt, aber geht gerade nicht anders. Da haben Yvain und ich dann einfach mal dasselbe gerade. Habt noch einen wundervollen Restabend. Ja, Spielspaß mit Theo. Könnte noch ein bisschen Stadtpark gucken. Ja. Vielleicht lasse ich mich auch noch von dem einen oder anderen heute Abend berieseln später. Ich muss jetzt erstmal mich um mein Auge kümmern. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut, passt auf euch auf und ja, fühlt euch ganz, ganz lieb gedrückt, dass ihr trotzdem, auch wenn es kurz war, dabei gewesen seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.